We're doing a show every month, once a month. It's supposed to be about 40 minutes long, and we're introducing free software, free programs. We make some review, look at some distributions, talk about some news. And now we are planning to do micro news or micro Kunst shows. Meaning we want to have, we aim to have a show once a week, a small show about 10 minutes in length or something. And we thought, okay, today is I Love the Best Day, we have the entire FSFE crew sitting here. We thought we might introduce FSFE for a change. Okay, was ihr gerade gesehen habt, das war der FSFE-Zirkel oder das Fellowship-Meeting. Die Fellowship-Meetings sind offen, da kann jeder dazukommen. Ich selbst bin ja nun schon seit einem halben Jahr arbeite ich für die FSFE im Berliner Fellowship Office. Ich betreue vor allem die Webprojekte, die Webseiten auf technischer Ebene und bin auch daran beteiligt, dass unser eigenes CMS weiterzuentwickeln. Den ganzen Code findet ihr natürlich auch und ihr könnt natürlich auch einfach daran teilnehmen. Und was ich hier machen möchte, ist einfach mal ein paar andere Fellows interviewen und fragen, was so für Projekte bei uns anstehen. Well, actually, I think FSFE is a very like wide organization and in the free software movement and free culture, it's one of the organizations that is the most like saying always that freedom of technology is linked to any other freedom. Mm-hmm. And I think this very political and wide view is like very important, and it's supporting other free software projects, and it's helping them, and it's a message that is very easily understandable by people who have nothing to do with IT. And I think it's crucial for freedom of software and freedom in itself. Okay. That's why I joined. Nun ja, die FSFE ist eine Vereinigung von Codern und Anwendern. Es ist also niemand, der speziell als Gruppe angesprochen wird, sondern es geht darum, solche Dinge wie freie Software, offene Standards als Gespräch, als Thema in die Gesellschaft zu bringen. Und das ist auch meine Intention in der FSFE, zum Beispiel jeden Stand, soweit es möglich ist mit meiner Zeit, das mitzumachen. Und auch das Thema freie Software, offene Standards in der Gesellschaft weiterzubringen. Und gerade im institutionellen Bereich oder auch in kommerziellen Bereichen in Unternehmen. An welchen Kampagnen bist du gerade am schärfsten mit dran? Also meine Hauptkampagne im Moment heißt Free Your Android. Und das Ziel dieser Kampagne ist, freie Software auf Mobilgeräte zu bringen. Es hat viele Ebenen da drin. Es geht dabei tatsächlich um das Recht, die Software zu installieren, die ich benutzen möchte. Es geht um das Recht, die Software zu deinstallieren, die ich nicht benutzen möchte. Und es geht vor allem auch darum, die volle Kontrolle über das Gerät zu haben. Wenn ich es gekauft habe, dann möchte ich auch die volle Kontrolle haben. Und wie ich das tun kann, okay. Darum geht diese Kampagne. Okay, was zeitlich besonders aktuell ist, was du gerade noch loswerden möchtest? Wir haben auch mit dieser Kampagne zu tun, wir machen dazu Workshops, weil es für nicht technische Nutzer manchmal nicht so einfach ist, die volle Kontrolle über sein Gerät zu erlangen. Mhm. Den Leuten möchten wir helfen, dazu geben wir Workshops. Dann können sie daran teilhaben, können ihr eigenes Gerät befreien unter Hilfe von erfahrenen Leuten. Und ich würde empfehlen, auf die Kampagnenseite zu schauen, freeyourandroid.org. Dort erfährt man alles Weitere und kann auch an solchen Workshops teilnehmen. Lucy, you are the newest member in our FSFE Berlin Fellowship Office. I believe your work is officially starting tomorrow. Thank you for taking the time today to join the fellowship meeting. So, what will your work be about? That's a bad question, because I'm not sure I can answer that. Because, basically I'm going to participate in FSFE campaigns.
and maybe find my own projects that I want to run. But I think I know very little about IT, but I know a lot of things about activism and I hope about like freedom and what it means to struggle for freedom in different areas, and maybe what I can a little bit bring to FSFE is a bit of my previous experiences. Nächsten Monat haben wir eine sehr wichtige Kampagne, eine globale Kampagne, unseren Document Freedom Day. Das ist eine gute Gelegenheit für lokale Gruppen jeglicher Art, daran teilzunehmen. Ich würde einfach mal empfehlen, auf documentfreedom.org zu schauen. Da kann man alle weiteren Informationen bekommen. Das Ziel der Kampagne ist, offene Standards zu verbreiten und zu fördern. Und es gibt je nach Organisation alle Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Was tust du daneben für freie Software oder im Bereich freie Software? Ich arbeite selbstständig im Bereich IT und versuche da im Laufe meiner Tätigkeit, unser Schwerpunkt in der Firma liegt auf Migration, und wir versuchen natürlich immer auf offene Standards zu migrieren, aus Interoperabilitätsgründen, aus Gründen der Revision oder zum Beispiel auch aus Gründen der Archivierung. 10, 20 Jahre müssen Daten wieder reaktivierbar sein, und mit einem offenen Standard kann ich sowas im Archiv anbieten. Hey Erik, wir sitzen ja zusammen im Berliner FSFE-Office. Wie lange bist du schon dabei und was sind so deine häufigsten Aufgaben im Office? Vielleicht magst du dazu was sagen. Also, freie Software benutze ich schon seit Jahren. Dabei bei der FSFE bin ich jetzt seit über einem Jahr. Meine Aufgaben im Office sind vor allem die Betreuung von Kampagnen und die Arbeit am Fellowship, das ist unsere Community. Das heißt, Leute engagieren, motivieren, teilzuhaben an unseren Kampagnen oder auch selbstständig was zu tun. Wie lange bist du bei der FSFE schon? Hallo, ich bin 2 Jahre jetzt aktiv bei der FSFE und nicht aktiv habe ich gut 2 bis 3 Jahre dieses ganze Thema freie Software verfolgt und bin dann der Erste hier in Berlin gewesen, der dieses Sponsored Fellowship bekommen hat. Man muss herausragende Dinge für die FSFE tun, dafür bekommt man 1 Jahr lang das Fellowship geschenkt. Ich habe den Linux-Tagstand betreut, ich habe im gleichen Jahr den CLT betreut und habe einen Workshop gemacht über die FSFE und Einsatz von freier Software auf einem Journalistentreffen und habe dadurch diese Fellow-Medaille bekommen, bin 1 Jahr lang Mitglied geworden umsonst und seitdem ständig zahlendes Mitglied. Can you say something encouraging about becoming an official member of FSFE because you just went through the process? I'm getting a lot of support and I am learning a lot every day, maybe a bit too much maybe, okay. But it's only for the first day. It's not only for the first day. Oh, I'm learning, it's good. Dann danke ich dir. I love free software.